Hallo und herzlich willkommen zu The Division mit dem Magnum. Hallo. Und mit mir, dem Matai. Was? Ja, mal auch wieder mit. Du hier und ich in Hollywood? Was ist denn bei dir los? Ich habe Geld verloren. Das muss ich hier in der Mission noch einsammeln. Ach so, okay. Gut. Dann wollen wir gleich mal loslegen, ne? Also wir sind ja hier noch in der Hauptmission. Medizinischer Sektor. Und wir müssen Geldnoten mit dem daran haftenden Virus einsammeln für Forschungszwecke. Genau, müssen wir jetzt hochgehen eigentlich oder runter? Bestplot sagt hoch. Alles klar, dann machen wir hoch. Hauptsache, wir kriegen hier irgendwie so eine Auffüllbox, ne? Ja, wie gesagt, ganz unten steht ja eine. Wir hätten die. Ich bin zu faul, da runter zu rennen irgendwie. Und du? Ja, ich hab's ja nicht gemacht, ne? So, hier ist eine Kasse, ich scanne. Test auf Viruskontamination negativ. Natürlich negativ. Wir sind hier in einem Kaufhaus und ich finde ja, dass man sich hier eigentlich so ein paar Klamotten mal zusammenklauen können sollte. So, ich teste auch mal. Test auf Viruskontamination negativ. Okay. Alles negativ hier. Oh, ich will Christbaumkugeln schießen. Schieß! Warnung, Brandgefahr entdeckt. Oh, was? Ich dachte gerade, ist einer rausgesprintet? Heftig. Ich dachte gerade, er wollte mich voll abknallen. War aber ein Zivilist. Ich finde das ein mega geiles Detail mit diesem riesigen Christbaumkugel, dass man die zerkleppern kann. So, ich habe es jetzt hier aktiviert. Jetzt können wir hier. Irgendwie müssten wir noch weiterkommen. Da hinten ist ein Treppenhaus. Ah, ja, okay. So, bin ein weiter nach oben gegangen. Warnung. Größere Viruskonzentration entdeckt. Oh ja. Bingo. Aha. Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Na, hier müssten wir irgendwie rein, ne? Also hier ist mal keine Kasse. Warnung. Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Und wir erstmal die Sprinkleranlage mal wieder anwerfen hier. Das ist bei den Feuerfüchs-Cleanern ja gar nicht mal so. Ach, gar nicht da mal ist so er. Uncool. Da ist auch eine Waffenkiste. Ach, sehr gut. Hörst du die Hauen und Hund bellen? Ja, das hört sich halt an wie ein Hund, ne? Diese Sprinkleranlage, ne? So eine Taschenspüle. Feinde in der Nähe entdeckt. Oh, okay. In Deckung gehen. Von wo kommen sie? Von ganz da hinten. Ja, okay. Sehr schön. Na, wenn wir schon mal hier eine lange Distanz haben. Stimmt, theoretisch snipen, ne? Oh, so, der hoch gleich. Der ist schön reingerannt. In die Eier. Tut mir ja leid, mein Freund. So, ich werde. Wir werden hier kommen auch noch welche. Das hat mich gerade einiges gekostet. Hier kommen noch welche. Ein Runner. Ja. Granatenheini. Ganz schön hartnäckig, die Jungs. Also, mit hartnäckig meine ich ganz schön viele.
Ja. Oh, was? Das war... Jetzt brenne ich hier ein bisschen. Den habe ich gar nicht gesehen, den Typen. Nee, der hat sich angeschlichen. Bist du okay? Ja, ist soweit okay. Aber es kommen wieder welche. Kommen noch weitere, ja. Scheiße, weg. Boah, das war leicht eng, aber ich habe trotzdem richtig einen drauf bekommen. Danke. Jo. Da ist ein Buscleaner. Mhm. Der versteckt sich schön. Denk an dein Geschütz. Ja. Aber von da bringt es mir nicht so viel. Oh, da kommt einer. Jo, das war er. Scheiße, haut er wieder ab. Na komm raus. Oh, immer diese Scheiße, dass diese Munition so schnell leer ist. Huh! Oh. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bei Zimmertemperatur. Keine verbrannten Ränder. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Vermeiden Sie es, getötet zu werden. Das ist immer so der beste Tipp ever. Ja, aber kann das sein, dass wir jetzt in dieser Mission bislang relativ wenig Zeug bekommen haben? Also bislang schon, das muss noch ein bisschen was kommen, ne? Wir haben mir gegenüber bis jetzt nicht so viel fallen lassen, ne? Ja. So, was ist denn hier? Oh, hier ist alles voller Explosivteile. Viruskontamination bestätigt. Oh! Halten Sie die Augen auf, Agent. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während Sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich, ja, ich hab wiederhole keinen Platz. Mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen. Okay, wir sollen hier abhauen. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Links oder rechts? Ja, das ist eine gute Frage. Am besten kann ja einer rechts und einer links gehen, ne? Ja, okay. Machen wir mal so. Zack. Und runter geht's. Voll die coole Animation soweit, ne? Okay, ich denke mal, hier kommt wieder Cleaner oder so. Es wäre... Es würde mich wundern, wenn nicht. Wir sind ja jetzt eigentlich unten, theoretisch. Haben wir jetzt die Dollarnoten eigentlich schon? Ja, die hast du eingesammelt. Ah ja, gut. Da steht schon ein Cleaner. Ja, was mich jetzt wundert, warum müssen wir jetzt da hinten raus, wenn jetzt genau hinter uns eigentlich der Ausgang gewesen war. Oh, wieder einer. Oha, hier sind einige. Guter Schuss. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, oh. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, zu der Waffenkiste zu gehen. War da, hier, irgendwo? Da ist der Gegner. Der ist der Endboss. Hab Waffen aufgefüllt. Okay, er kann gleich schon mal schießen hier. Ja, das ist genau richtig. Ich wechsle die Fähigkeit wieder auf die Haftbombe. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Okay, er kommt. Wenn ich es hinkriege, irgendwie will er gerade nicht.
Halt mir die Typen mal für einen Moment vom Leib. Ja, ich tue mein Bestes, aber... So, jetzt habe ich gewechselt. Ist auch gleich aufgeladen. Oh shit, zu spät. Die Haftbombe an den Rücken gedrückt. 4000 Schaden, aber der lebt alles noch. Unglaublich, ne? Ja, der verträgt ein bisschen was, ne? Oh nee, naja gut, da geht's vielleicht auch noch. Oh fuck, direkt reingerannt. Geh ich hier gleich drauf, ey. Nee, geht noch, geht noch. Ich will auch Medi nehmen. Abbombe ist gleich wieder soweit. Nochmal. Wo ist denn der Fette? Da ist der Fette. Nochmal wieder. 3800 Schaden, der rennt als noch. Oh, oh jetzt brennt. Oh, jetzt, das tut ihm weh. Das tut ihm richtig weh. Und ich brenne auch. Scheiße. Ich liege. Jo. Komm mal bitte her. Ja, ich komme. Danke. So, der Typ ist tot, ne? Jetzt liege ich. Oh. Gut, hier ist einer, der uns gerade ein wenig abfackelt. Jetzt liegen wir beide gleich, ne? Ich liege schon wieder. Medikit rein. Ja, geht ja nicht, wenn ich liege. Du wieder. Ja. Oh, und ich auch. Scheiße. Damit die Mission nicht bestanden, Leute. Das war ziemlich dumm. Kacke. Hui! Da sind sie jetzt nochmal mit einer Übermacht gekommen. Wegen so einem kleinen Furzknoten, Alter. So ein Spacken. Den Boss hatten wir down, oder? Ja, natürlich. Gut. Ey, das ist so richtig bitter. Wie schlecht war das denn? Wir hatten doch eigentlich alles ganz gut unter Kontrolle. Ja. Und dann zum Schluss von so einem verfickten kleinen Flammenwerfer-Typen. Ihr habt eine Heilgranate gezündet, dann ein Medikit genommen und 2 Sekunden später wieder gelegen. Ja gut, dann geht's nochmal. Dürfen wir ihn nochmal plätten. Falls er überhaupt nochmal kommt. Ja gut, hier sind ja, rennen ja schon die ersten rum, ne? Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal machen hier. Ja, tippe ich auch drauf. Jupp, da hinten steht der Boss schon bereit. Ja. Scheiße. So, die ersten 3 8 hat er drin. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Oh, Bombe! Granate! Feinde nähern sich über die Rolltreppe. So, da haben wir den ersten schon mal. Oh. Komm, dreh dich wieder um, du Arsch. Nein, keine Granaten nach mir werfen, das ist. Ah, shit, weg da hier. So, ich habe wieder die Haftgranate bereit. Ja. Er zündet recht heftig. Wieder ein Volltreffer. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Schon wieder? Ich hab dich vollkommen aus den Augen verloren mittlerweile. Ah, da bist du. Ja, ich bin hier gerade in der Höhle des Löwen. Ja, ja.
Ich springe hier eigentlich. Mein Name ist Hecht. Ich hechte hier nur durch die Gegend. Ich hab grad meine Heilgranate. Er wirft auch mit so einem. Jetzt weiß ich's, mit was der uns down kriegt. Der wirft mit so Brandgranaten oder irgend sowas. Ich bin down. Scheiße, kommst du zu mir? Ich kann momentan nur versuchen, in Deckung zu rennen. Der kommt gerade zu mir. Ich bin links neben dir. Ja, und da ist halt noch einer. Hinter dir schmeißen sie gerade eine Brandgranate. Gleich weg hier. Ja. Und Medikit rein. Können wir jetzt mal warten, bis es auch wieder aufgeladen ist hier. Juhu! So, wieder was getroffen. So, der Typ mit den Granaten, der ist gleich down, den verfolge ich gerade. Oh oh, der Dicke ist wieder unterwegs. So. Hui! Wo ist der Dicke? Der Dicke ist hier bei mir. Und ich brenne. Scheiße. Deine Rüstung ist weg. Oh, jetzt sag nicht, dass ich hier keine Munition mehr habe. Scheiße. Doch, habe ich noch, aber ganz, ganz wenig noch. Jetzt stirbt doch. Okay, er ist draufgegangen, aber jetzt fehlt doch noch. Hier sind doch noch welche. Ich nehme mal vor, die Cyber Medipack. Auch. Weißt du, von wo greifen die denn an hier? Das von der anderen Seite, von hinten kommen noch welche. Das Gefühl, die schießen. Da sind noch welche, da ist noch einer. Wieder der eine Typ, der uns letzte Mal erledigt hat. Aha. Alter. Der hat aber eine gute Panzerung. Granate leider vorbeigezimmert. Oh, ich liege. Scheiße. Ich komme nach hinten. Da musst du das letzte Medikit gerade nehmen. Komm nicht an dich ran. Ja, machen erstmal platt hier, komm. Okay, sehr gut. Danke. Alter, leck mich am Arsch, ey. Boah. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Ja, ich auch nicht. Die nächste Runde geht auf mich. Boah, das war verdammt knapp, sag ich dir. Das war tatsächlich richtig, richtig knapp. Weil ich hatte jetzt mal keine Medikits mehr. Hab die Heilgranate versehentlich weggeschossen. Die Haftgranate hat auch nicht getroffen. Und du down. Ja, also ich habe von ihm nochmal richtig angekriegt. Ich dachte, der muss doch irgendwann mal fertig sein, ne? Aber das. Der war noch ganz schön schlimmer zum Schluss. Ich fand ihn teilweise noch härter als den Boss. Ja, diese Boss ist halt sau langsam. Der letzte da, der war ein bisschen agiler, ne? So, guck ich mal kurz rein, was wir so bekommen haben. M44 Karabiner Classic. Okay, gut, also so eine ähnliche habe ich ja schon. Vielen Dank, Agent. Die Stammprobe, ein hilfebedürftiger Zivilist steht hier rum, ja, da kannst du den Müsse für die Nachwelt und das DCD vorbereitet. Sehen Sie ihn sich an. Naja, nichts Besonderes, die Waffe. Gucken wir, was wir noch so bekommen haben. Rüstung. Oh, eine leichte Weste. Allerdings 35 Rüstung. Die andere hat die Leibwächterweste, hat nur 28 Rüstung. Und, Vorbereiten-Maske. Dann nehmen wir die auch nochmal. Und schnittresistente Handschuhe. Die brauche ich allerdings nicht. Ja. Die zerlegen wir gleich mal, genau. Und ne, ach, wir haben mal wieder hier PF 45 Serie 1 habe ich bekommen.
Anni, die kann man nicht zerlegen. Ich habe zwei ziemlich schlechte Waffen bekommen. Halbwegs anständigen Rucksack und ein paar neue Handschuhe. Ja, also ich kann hier definitiv schon mal ein bisschen was wegschauen hier, würde ich mal so sagen. Na, die kann auf jeden Fall mal weg. So, jetzt erstmal die Munition wieder aufgefüllt. Ja, zerlegen. Werkzeug, so. Ich habe hier zweimal M1A Classic, dann... Warte mal. Ja, die geht weg. Ja, da diese Mission abgeschlossen ist, würde ich sagen, während wir unser Inventar sortieren, noch ein bisschen aufräumen, könnten wir ja uns verabschieden zur nächsten Folge. Ja, genau. Machen wir so. Und... ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.